Moin Seekreuz-Freunde, willkommen zurück auf dem Seekreuz-Kanal, dem Portal rund um World of Warships. Und willkommen zu diesem Sekundär-IFAE-Replay sozusagen. Wir sehen hier die Massachusetts vom Kapitän Scotty 75 auf der Karte Zwei Brüder. Und er hat hier zu dem Zeitpunkt des Kampfes am 4.7.2018 den vierten meisten EU-Schaden mit diesem Dampfer gemacht. Und es ist ja, wir sehen schon, ein komplettes Sekundär-IFAE-Bild. Er hat hier vorrangiges Ziel, präventive Maßnahmen, Adrenalinrausch, Schießgrundausbildung, erweiterte Schießausbildung, IFAE, also Trägerzünder für die Sprenggranaten und die geringere Streuung, also für die Sekundärgeschütze. Und dann haben wir noch die Schiffsmodule, die er verbaut hat. Hilfsbewaffnungsmodifikation 1, Schadensbegrenzungssystemmodifikation 1, Sekundärmodifikation 2, Schadensbegrenzungssystemmodifikation 2 und Tarnsystem unter Tarnsystemmodifikation. Also er hat das Schiff erstmal ein bisschen vom Wert runtergebracht, hat dann aber im Kapitän doch komplett auf die Sekundärgeschichte gesetzt. Das Schiff ist komplett in diese Richtung ausgerichtet und das ist auch von Wargaming sozusagen so gewollt. Und von daher ist es eigentlich eine sehr, sehr gute Option. Wir haben hier 66.300 Trefferpunkte, was ein sehr, sehr guter Wert für die amerikanischen Schlachtschiffe auf der Stufe ist. Ein Ticken besser als die North Carolina und über 3.000 Punkte oder knapp 3.000 Punkte besser als bei der Alabama. Oh, Team bewegt sich, ihr teilt sich ein bisschen auf. Da kommen schon die ersten Flieger vom Flugzeugträger. Und auch auf seiner Seite hier wird schon der Gegner beschossen. Ja, was ist anders als bei der Alabama? Vielleicht habt ihr unser Schiffsvorstellungsvideo zur Massachusetts schon gesehen. Wir haben doch einige Unterschiede. Zum Beispiel die Turmdrehzeit ist bei der Massachusetts 4 Sekunden besser. Wir haben eine Kampfreichweite von 18,27 Kilometer und mit dem Spotflieger dann von 21,9 Kilometer. Die Alabama hat standardmäßig 21,1. Es wurde ja in der Vergangenheit oder bevor das Schiff erschien schon eine Menge darüber gesprochen, dass der Sigma-Wert bei der Massachusetts doch schlechter ist als zum Beispiel bei der Alabama und sich das Schiff deswegen nicht lohnen würde. Ich habe bis jetzt schon mit einigen Kapitänen über die Massachusetts gesprochen, die sich die auch gekauft haben. Und ja, der Sigma-Wert, der fällt dann doch irgendwie nicht so sehr ins Gewicht. Und wir haben schon viele coole Gefechte gesehen. Das ist das Beste von Scotty 75, was wir bis jetzt gesehen haben. Er hatte schon viele Gefechte, auch mit über 100.000 Damage und einigen Auszeichnungen. Ich habe mich jetzt für das entschieden, weil man hier so richtig schön den Bild sehen kann, wie er funktioniert. Wir schießen jetzt hier schon die Normandie für 10.000 Punkte. Es ist ein gemischtes Gefecht, also nicht nur so ein reines T7-Gefecht und so, sondern halt auch wirklich, dass man hier auf der eigenen Tierstufe unterwegs ist. Und da fährt Kutuzov schön schon vor und da kann er direkt seine Sekundärgranaten schon reinstecken in den Dampfer. Hauptgeschütze haben da schon gleich eine Doppelzitadelle gemacht. Und durch seine Schießgrundausbildung hat er hier auch schon einiges an Nachladezeit reduziert. Der Runde hier schon ein super guter Supporter. Vorne drei Kreuzer, er als Schlachtschiff, dahinter noch ein Kreuzer und ganz vorne ein Zerstörer, der hier nach und nach die Ziele aufklärt und damit natürlich auch dann die Ziele für die jeweiligen Verbündeten freischaltet. In der Art, wie die Massachusetts ist, ist der Amerikaner quasi ist ein Einzelexemplar, ein Prototyp. Alle Amerikaner haben eine deutlich langsam schießende Sekundär, beziehungsweise auch von der Reichweite ist der Basiswert der Amerikaner nur bei 5 Kilometer. Bei diesem Schiff hier haben wir einen Standardbasiswert von 7,5 Kilometer, was uns dann ermöglicht, eine größere Reichweite zu erhalten.
habe da gleich noch eine Übersicht vorbereitet für euch. Da können wir genau sehen, wie wir auf diese Werte kommen. Was müsst ihr skillen und was bewirken diese Werte? Warum ist IFAE auf dem Dampfer hier zum Beispiel zu empfehlen? Oh, jetzt fährt die Pensacola da schon in die eigene Basis rein. Und da sind wenig Schiffe zurückgekommen, die da noch irgendwas machen können. Die La Gassionaire versucht da jetzt die Pensacola zu resetten. Und auch Scotty schmeißt hier mal ein paar AP-Granaten, 406 mm, in die Richtung der Pensacola und kann auch da gleich wieder eine Zitadelle setzen. Pensacola macht hier den Fehler, dass sie eben rausfährt. Sie hätte halt drinnen stehen bleiben können und wäre dann auch nicht beschießbar gewesen. Also was mir persönlich an dem Dampfer hier auch ganz gut gefällt, das ist schön kurz und da ist die zweite Zitadelle und das Schiff ist in Richtung Meeresboden unterwegs. Und hier kommen wir zu diesen Artilleriedetails, der Sekundär. Also die Basisreichweite 7,5 Kilometer, dann könnt ihr den Sekundärmod einbauen, der bringt euch 20%, also auf 9 Kilometer. Der Kapitänskill mit der erweiterten Schießausbildung, der bringt euch dann auf 10,8 Kilometer und dann wird gerne vergessen, das Signal Mike Yankee Soxy 6, was euch nochmal 5% bringt und dann landet ihr bei dem Wert, den ihr ja auch hier im Spiel gerade seht, 11,3 Kilometer. Die Basisnachladezeit beträgt bei amerikanischen Schlachtschiffen für die Sekundär immer mehr als 4 Sekunden, also ich glaube 5 ist der Standardwert und hier sind es eben 4, dann hat der Kapitän die Schießgrundausbildung geskillt, das sind dann schon mal eine Reduktion um 10% auf 3,6 Sekunden und dann hat Adrenalinrausch mit drin, der ja nicht nur auf die Hauptgeschütze wirkt, sondern auch auf die Sekundärgeschütze. Und zum Beispiel auch auf Torpedowerfer wirkt der Adrenalinrausch auf alle möglichen Bewaffnungstypen. Der pro verlorene Trefferpunkt, pro Prozent Trefferpunkt 0,2% die Nachladezeit reduziert. So könnt ihr dann auch ja auch Nachladezeiten von um die 3 Sekunden bei den Sekundärgeschützen erreichen. Und zur Penetration, der Amerikaner haben mit ihren HE-Granaten ein Sechstel Penetration. Also das bedeutet, von 127 mm könnt ihr 21,16 mm penetrieren. Wenn ihr dann den IFAE-Skill, also den Trägerzünder für Sprenggranaten, skillt, ist ein 4er-Skillpunkt beim Kapitän, bekommt ihr 30% Bonus auf die Trägheit sozusagen. Das heißt, ihr durchschlagt 6,35 mm mehr Panzerung, bevor eure HE-Granate explodiert. Und das bringt uns dann hier auf einen Gesamtwert von 27,51 mm. Und das macht eben den Unterschied aus. Viele Kreuzer sind genau in diesem Bereich dazwischen. Wenn man dann IFAE nicht hat, machen die IFAE-Granaten oder die HE-Granaten nur außerhalb Schaden. Und mit diesem IFAE-Skill könnt ihr gerade so wie bei einer Cleveland zum Beispiel oder einer Baltimore eben doch einen großen Teil des Rumpfes noch penetrieren, den ihr sonst nicht mehr penetrieren könntet, da die Panzerung dann bei 25 mm oder so in dem Bereich eben liegt, dass ihr genau diese 6,5 mm mehr benötigt. Die Aufbauten werden in der Regel immer relativ gut getroffen, weil da die Aufbauten meistens bei 16 bis 20 mm liegen und das würdet ihr dann auch ohne IFAE durchschlagen können. Arbeitet sich ja weiter vor, gemeinsam mit dem Team, ist jetzt schon in der feindlichen Basis drin, steht schon bei 120.000 Damage. Die Gegner machen es ihm hier auch nicht super schwer. Sein Team bereitet die Gegner gut vor. Er hatte zwar jetzt zwischendurch selber einmal relativ schweren Treffer, ich glaube, von der Nagato bekommen. Aber ihr seht ja schon hier, wie der Regen der Sekundärgranaten hier niedergeht. Ich glaube, dass die Massachusetts durchaus ein unterschätztes Schiff ist oder ein schlecht geredetes Schiff ein Stück weit auch. In Zufallsgefechten ist das ein Schiff, was bestimmt gut und gerne eingesetzt werden kann, was da auch erfolgreich sein kann, wenn man es richtig in Szene setzt und entsprechend fährt. Und dafür, dass der Sigma-Wert bei 1,7 liegt, ist die Streuung nicht so schlecht. Und auch hier, der Flugzeugträger muss schon
lernen, dass die Massachusetts relativ gut anti-Aircraft ist, so gut wie jedes amerikanische Schiff, Schlachtschiff ist auf jeden Fall vernünftig für Anti-Air bewaffnet sozusagen oder gegen Flugzeuge bewaffnet. So auch die Massachusetts. Und was dann hier auch nochmal ein großer Vorteil ist bei dem Dampfer, hier droppt dann der Vernichter, der Unterstützer und Großkaliber ist schon gedroppt. Die nächste Zitadelle auf der Mogami, gut, das ist jetzt keine große Kunst auf einer Mogami, eine Zitadelle zu landen. Aber ich finde es wirklich sehr, sehr beeindruckend, weil er genau das Schiff hier so fährt, wie man eben die Massachusetts auch fahren sollte. Immer vorne mit dabei, spitz zum Gegner, regelmäßig die Sekundär mit aufgeschaltet. Hätte wahrscheinlich nur ein Geschütz abschließen müssen und danach ist die Mogami dann auch raus aus dem Spiel. Und da kommt noch die Nagato, die jetzt noch verbleibt, zusammen mit dem Flugzeugträger beim Gegner. Genau, ruhig den Brand brennen lassen, man hat noch genug Reparaturmannschaft parat, den Torpedos der Mogami ausgewichen. Vergesse ich selber immer regelmäßig, das Schiff wäre noch Torpedos haben. Und wenn euch die Werte und die Einblendung nachher, wenn ihr die nochmal angucken wollt, dann spult einfach an die jeweiligen Minuten zurück und drückt da Pause. Dann könnt ihr euch das genau und in Ruhe angucken, um da vielleicht noch die eine oder andere Erkenntnis mitzunehmen. Brandwahrscheinlichkeit wird übrigens reduziert, wenn man IFAE skillt. Dafür hat man eben die höhere Penetrationschance und der ein oder andere Brand war ja auch in diesem Gefecht dabei. Wir stehen jetzt hier schon bei 3. Jetzt kommt auch noch die Riju, der gegnerische Flugzeugträger. Der sich da doch Vollspeed auf die Massachusetts zubewegt. Und da werden die 406 mm sicherlich gleich einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Das war das hintere Geschütz. Und jetzt kommen die vorderen Geschütze, Zitadelle. Und dann haben wir noch 3 Zitadellen und einen vernichtenden Schlag. Da gibt es dann nochmal ordentlich was auf Zitadellenkonto. Und jetzt ja, Abschlussscreen, Unterstützer Großkaliber, vernichtender Schlag, hatten wir eben schon erwähnt. 219.469 Trefferpunkte ist der viertgrößte EU-Schadenstand heute, 4.7.2018. 4 Schiffe zerstört, 171 Sekundärtreffer, berauschende 2.572 Basis-XP, 1.000 Punkte mehr als der zweite Platz, hat hier also einen großen Anteil am Gewinn dieses Spiels gehabt. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht, diesem IFAE-Bild-Replay ein bisschen zuzugucken. Und ja, würde mich freuen, wenn euch das so ein bisschen inspiriert hat. Haut rein, bis zum nächsten Mal, euer Seacrowds-Team, euer Macher. Und wenn ihr euer Replay hier bei uns im Kanal mal sehen wollt, dann kommt auf unseren Discord-Kanal und schickt eure Screens und eure Replay-Datei in dem entsprechenden Kanal ein. Bis dahin, ciao, ciao. Seacrowds.